Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Transport Fever 2. Wunderbar. Ja, wir haben, glaube ich, ein paar weitere Stadtoptimierungen. Das ist alles immer noch nicht so. Und ich bin immer noch ohne Kopfhörer unterwegs. Ich habe dir dein Verlängerungsding eingesteckt, da kannst du machen, was du willst. Hier, da. Ich weiß. Hier, dieses weiße Kabel steht zu deiner freien Verfügung. Und die Straßenbahn ist ja gar nicht so uns. Also, das ist schon nicht ganz so smart, und aber. Die Straßenbahn steht den Leuten zur freien Verfügung. Ja. 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 Richtig. Ja, irgendwann kann man da nochmal was machen, in die Richtung vielleicht. Aber. Ha, ah, das ist Musik in meinen Ohren. Joko und Klaas. So. Nee. Nee, nicht so. So. Also ich müsste vielleicht erstmal Haltestellen hinbauen, bevor ich dann neu. Ja, ich bin ein bisschen raus aus dem Game. Tut mir ja leid. Das glaub ich jetzt nicht. Nee, aber was ist doch jetzt das auch dann? Da kann man da auch nicht richtig. Das ist ja auch irgendwie. Oh nee. Nee, das klappt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wo kommt denn das Spiel her? Nee, okay, da klappt nicht so. Da mach mal dann diesen Auswuchs da. Lösch den dich mal Auswuchs. Bitte. Ihn verwalten. Lösch dich bitte mal, danke. Lösch dich bitte mal, ja. So. What the fuck? Okay, wir können weitermachen und zwar im nächsten Kaff. Das hat irgendwie nicht das durchdachte Linienkonzept, das es vielleicht haben sollte. Es hat allerdings schon so ein Lupsi hier, ne? Ja. Dem fehlt halt noch so ein bisschen so ein... Irgendwie fehlt da die Hälfte der Stadt. Quer und ja. So, ne? Machen wir das auch von hier aus mit einem Bus dann, der dann so... Ich hätte einfach ein Umsteigezentrum gemacht, damit du von rechts nach links kommst und in der Mitte umsteigen kannst in die von Nord nach Süd. Also das heißt, wir machen dann... Einfach einen Ring. Da so ein Ring. Oder wie? Nicht von oben nach unten. Nur von rechts nach links. So. Oder in den Gegenring. Nein! Ein Ring! Warum denn ein Ring? Wo soll denn ein Ring sein? Die können doch da aber schon fast überall hin erstmal. Ganz nach links und ganz nach rechts. Guck mal, das ist der Einzugsbereich davon. Das ist der Einzugsbereich davon. Ja, dann braucht man das ja auch gar nicht. Das ist ja alles gut. Wenn das so funktioniert. Mehr oder weniger, ja. Ja. Wenn der jetzt allerdings da über links und dann quasi den Mitte macht und dann wieder hier so zurück. Ja, das machen wir einfach mal. Da gucken wir mal, ob, sagen wir mal, der Bedarf besteht und dann sehen wir, ob meine komischen, hässlichen Ideen da irgendwie Sinn ergeben oder nicht. Die sind komisch und hässlich, aber wenn du immer wieder dieselbe Strecke abfährst, dann werden da nicht mehr so viele Leute mitfahren wollen auf dieselbe Strecke. Das wollte ich mal wissen, ob das vielleicht doch funktioniert. Ob man Nachfrage durch Angebot schafft. Ja, aber es würde ja eher Sinn machen, Leute von links nach rechts zu transportieren. Ja, das machen wir doch quasi ein bisschen. Dann steigen sie in der Mitte um. Und nicht nochmal von unten nach oben und dann nochmal von rechts nach links. Da mal so riesen Monsterlinien, die gar keinen Sinn machen. Die ergeben Sinn. Das Wiese. Mhm. Die ist gut, die Linie. Der sehe ich uns. Ja, die wird perfekt. Ich glaube, wenn man so ein Meme machen könnte. Wenn man uns gerade sehen... Nein, zum Glück kann man mich nicht sehen, aber wenn man uns gerade singen könnte, dann würde man an den Memes erkennen. Meme. Nein, so ist es nicht. So, das ist wie, wenn Jay und Peter sich unterhalten. Und Jay, das ist voll die geile Idee. Und Peter sagt, nein. Nein. Ist nicht. Und dann ist es auch irgendwie nicht, aber... So. Das ist ein neuer Bereich. Und die fällt ein bisschen quer. Mhm. Wenn ihr da vielleicht noch... Wobei, die sind über die Haltestelle angebunden. Dann gibt's noch einen Bus. Jetzt gucken wir mal, ob der... So, und das meine ich mit, das ist übertrieben. Das und das ist nicht total übertrieben. Sinnlos, das wenn du den nur von links nach rechts hättest fahren lassen. Nein, wenn du umsteigefrei direkt vom Bahnhof... Wer kennt ihn nicht, den Bahnhof? Du kommst trotzdem nicht umsteigefrei weg. Doch. Mehr ein bisschen. Nein. Ein bisschen umsteigefrei. Josh, entweder ist etwas komplett umsteigefrei oder es ist nicht umsteigefrei. Ja.
Wir gucken mal, ob die Nachfrage da ist. So, wir nennen die Linie mal um in Testbus. Messfahrt. Kein Einstieg. Weiße. Nines haben. Der kriegt jetzt deine auch so einen Freundin hat auch manchmal gute Ideen, ja. Ja, hast du auch. Ja, sage ich ja, aber mache ich nein. Das ist sehr nett von dir, mein Schatz, aber so funktioniert das leider nicht. Nines haben. Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht funktioniert, so. Mhm. Das hier ist auf jeden Fall abgedeckt. Das hier... Nicht. Nicht vollständig. Also ein bisschen ja, aber nicht so ganz. Jetzt können wir hier mal deinen Vorschlag machen. So, und hier würde ich gerne das komplette Linienkonzept umschmeißen. Okay. Weißt du warum? Nein. Wir haben zwei Linien, pass auf. Ja. Linien. Achso, du möchtest es angucken? Ja. Damit ich dir meinen Punkt erklären kann. So ein paar kurze... Warum ist der so fett? Und beim... Genau, mach erstmal deine Plattform. Warum ist denn der so fett? Das scheiß fettes Kackding. Oh, das ist eine LKW-Station. Ich hab mal nichts gesagt. Der ist schon weniger fett. Beruhigend. Ich hab einfach mal nichts gesagt, weil... Ja, ist so. Hashtag ist so. Bei deiner Mutterschaft auch nicht möglich, ey. Ja, weil da die Haltestelle ist. Die soll sich mal nicht so anstellen. Ach so. Das tötet jetzt aber was, wenn ich die wegmache, ja. Ne? Wobei, wir wollen die Linie ja eh quasi... Ja, eben, wir wollen die Linie eh töten. Dann dürfte das... Ja, easy. So. Das ist quasi eins. Ja. So. Wir sind eins. Volksbanken, Raiffeisen. Nee, das war was anderes, glaube ich, ne? Und wir machen den Weg frei. Und das so. War Schwäbisch Hall, oder? Ja. Nee. Ach, und wie... Nein, Volksbanken, Raiffeisen. Ah, und wir sind eins waren doch irgendwie die Dingens hier, die... E-Plus und... Nee, war das nicht ARD, ZDF und so? Ah, ja, ja. So, der... Bei deiner Mutter sind Fahrzeuge auf der Linie, du musst ey. Erstmal alle Fahrzeuge ins Die können wir jetzt einmal verkaufen, die sind ja nicht mehr so geil, so. Ja, die sind scheiße, so. Ich glaube, die hatten wir alle ersetzt. Nee, die sind alt, das sehe ich am Bus, so. Okay. Die und die möchte ich gerne löschen. Das ist der Fahrzeugmanager. Jetzt muss ich wieder zurück in den Linienmanager. Oh, aber man kann ja dafür nicht so schnell die Linien aus Versehen löschen. So. Was fahren denn hier für LKWs in dem LKW-Ding? Nicht, dass wir da alte... Nicht, dass wir da so alte Ransbuden haben. Nee, die sind... Okay, die sind modern. Die haben wir schon ersetzt. So, pass auf. Genau, ich brauche dafür Haltestellen. Achso, ja, nee, okay, wir lassen es mal besser in Pause, ne? So. Bustram-Haltestelle. Ich hatte mir überlegt. Ja. Wir hatten ja nur welche, Alter, die bisher nur rechts 90% rumgefahren Güter. Sind. Nee, wir hatten ein. Ja, das kann ich weiß also auf nicht der mehr. Rechten und die linke Seite hatten wir komplett nicht abgedeckt. Das heißt, wir könnten einen Kreis in die Richtung machen, einen Kreis in die andere und eine Mittellinie, die nur von oben nach unten fährt. Als Express. Okay. Das sind aber so ein paar Auswüchse, die sehen, finde ich, ein bisschen. Ja. Kritisch aus. Hä? So ein paar Auswüchse, wenn man die... Geht. Ja, geht. Gut, geht. So, auf einmal mal da ein paar von so Streets. Was hältst ne? du davon? Ja, ist gut. Dafür brauchen wir ein paar Verbindungen. Sonst, oder will die, soll ich den Kreis da versuchen, irgendwie... Hä, wieso? Nein, ich hätte die außenrum... Ja, aber den hätte ich ja schon so noch hier. Ja, 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 genau. Ja, genau. Ja, den habe ich noch. Aber der Rest können wir ja, da genau. können wir, da können wir, ja. Und dann möchte ich aber gerne intervenieren und noch eine von rechts nach links. Ja. So, dann müssen wir aber sinnvolle... Ja, dann machen wir langsam hier. Gleich mitdenken beim Erstellen. Ja, genau, Josh. Ja. Bett. Gut, was du auch machen könntest, ist hier löschen. Wieder halbkreisförmig organisieren und eine hier in die nee, Gegenrichtung. Nee, war ich finde das... Und weg war das Gebäude. Okay. Steuerung Z? Nein. Ja, gut, das ist... Ne, ich wollte hier eine... Ich wollte da was mit Busspur hinbauen. Nee, wollte ich nicht. Ah, kann ich das rückgängig machen?
Ist da vielleicht unsere LKW? Oh, das ist meine Haltestelle. War das der LKW? Das ist... Nee, der LKW ist da. Gott sei Dank. Ja, das ist... Guck mal, für 10.000 kann man da wieder aufbauen. Sorry, liebe Stadt. Das war voll das Wohnzentrum, ne? Ja, wir haben der schon mal ein bisschen entvölkert. Da müssen wir auch mal... Josh, nachdem er einen Genozid begangen hat. Das dürft ihr alle nie so kritisch sehen. So, wir brauchen Haltestellen. Sagt derjenige, der die Straße Alter, kritisch du gesehen hat. Dass ich schlechte Laune kriege, weil du sagst, dass ich verkackt habe. Nein. Und ich sage, ja, ich bisschen verkackt vielleicht. Ja, so richtig verkackt. Danke. Es ist nicht sehr das motivierend. Hab ich nicht doch gesagt. Hast du. Doch, du hast verkackt, Josh. Doch, es ist scheiße. Guck, die Menschen sind jetzt alle tot. Sie sind tot. Nein, die sind nur umgezogen. Sie sind tot, Josh. Sie sind tot. Nein, du hast nur ihre Häuser kaputt gemacht. Und ihre Kinder geschändet und. Halt, stopp. Hab ich nicht gesagt. Mhm. Ihre Kinder. Oh, weia. Ja, jetzt scheiß der schon, ey. Diese Kackkaffe, ey. Mag ich jetzt schon nicht. Ja, die weiß ich, die bauen auch immer dahin, wo ich meine Rasse bauen. Weißt du, das ist schon gemein. Luisa zu Josh, ja, dann bau doch schon mal Straßen, damit du nachher das hast, was ja, du die möchtest. Verkackten ja, Idioten, das werden die schon selber machen. Auch Josh? Die bauen immer dahin, wo ich danach hinbauen will. Hey, die Scheißstraßen, ey, soll ich mal nicht so, ey, ist alles. Ja, der Bus ist hier natürlich ja nicht ganz so, aber. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Okay, ich hab nicht mitge... Also ich komm grad nicht mit. Wie denkst du gerade? Nicht sehr smart. Wie sie es von mir gewohnt sind. Das stimmt nicht. Bist ein sehr smarter... Ich versuche gerade 4 Linien gleichzeitig zu planen. Herzlichen Glückwunsch. Mein Kopf. Okay, ich... Also normalerweise sollte ich jetzt ruhig sein und dich lieber planen lassen. Das ist das Ding. Aber während dem Let's Play leise sein, habe ich mal gehört, so nicht so eine geile dip, Idee. Dip, 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 dip. Ich habe auch mal gehört, dass die Bushaltestellen auf der linken Seite noch fehlen. Okay. Es kommt gleich die große böse GEMA, das weißt du. Herr Josh! Wie er mich halt eiskalt ignoriert. So, als ob ich nicht mehr Teil dieses Let's Plays wäre. Ich konzentriere mich. Ich habe mich in meinen Tranze gesungen. Habe ich was nicht mitgekriegt? Ich habe mich in Trance gesungen. Meine Güte, kann man das nicht mal anders... Man löscht aber auch mal gerne andere Sachen außer Haltestellen, ne? Ich habe aber auch noch nie im Let's Play wirklich Haltestellen gelöscht. Ich bin noch nicht so geübt. Irgendwann bin ich... Haltestellen, Deleter, Master. So wie wir 5000. Irgendwann auch richtig intelligent Rolltreten benutzen, wenn wir reisen. Intelligent. Wait, what? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Linienkonzept. Noch 1 Euro. Ich bin jetzt mit dem Linienkonzept sehr zufrieden. Fein. Bin ich wirklich. Irgendwas stimmt. Doch. Ach so. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja. Das ist gut. Wenn du ja. Bisher hast, ist gut. Ja. Ist schön. Ja. Ist schön. Deine Gegenlinie danach noch? So. Ach so. Der Schmutz. Der Schmutz. Ist alles Schmutz. Also für mich ist das alles Schmutz. Ich sehe schon, du bist so ein typischer Jay. Ja, bin ich auch. Habe ich in meinem Persönlichkeitstest festgestellt. Ja, die Haltestellen sind so eine aneinander. Fuck off. Stimmt, Dreck, ich ey. Bin so ein persönlicher Christ. Der Schmutz 2. So, noch mehr Schmutz. Ja, wo fahre ich da jetzt lang? die haben da, die haben da. Nein, die haben da, die haben da. Die sollen sich nicht so anstellen. Am besten da, wo du vorhin Dinge gelöscht hast.
weil da die Nachfrage genau am Start ist. Ja, ist ja okay. Ja. Der ist ja. 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 Bezeichnet, dass das Ding Schützenstraße heißt. Es ist okay. So. Der Schmutz 3. So ist es. Die, Schmutz. Weißt, ich geb auch schon gar keine Mühe mehr bei Benennen von den Haltestellen einfach. Ja. Nee. Und wer ist schuld? Da Freundin. Okay, das ist eine Scheißlinie. Nein, das finde ich gut. Das ist ein sehr gutes Konzept. Da kann er, oder kann er sogar noch da halten. Ja. Und hier. Easy, da ist richtig. Da ist das. So. Der Schmutzfink 3. Schmutzduff. Schmutzduff. So. Ai, ja, Schmutzduff. Was kriegen denn die für geile Busse? Ich, das weiß ich noch nicht. Chuvetsch. Reis. Boah, jetzt hab ich Bock auf Chuvetsch Reis. Duvetsch. Nicht Chuvetsch. Chuvetsch Reis ist aber bestimmt. Also, Marco wieder mal. Also. Können wir gern machen, mein Schatz. Berghof. Ja. 1, 2. Für die 1-11-Trollflinie. So, Duff. Und für die anderen, also die Ringlinien, bekommen wir mindestens 5. Ja, würde er sagen. Der Schmutz. Der bitte aber mal nicht. 5. So, der Schmutz 2. Und noch 3 für den Schmutzhautruf. Da hat er nicht nee, schon welche. Nee, der Schmutz 3. Ja, genau. So, jetzt haben alle. Linienfahrzeuge, hätte ich gesagt, ne? Ja, die haben alle ein paar. Der Zentrale könnte sogar vielleicht fast ein paar mehr brauchen, weil der halt mitten durch das urbane... Was habe ich dir gesagt? Ja, das war, aber da kriegt der halt noch ein paar... Dann klonen wir den halt, dann klonen wir da 2 nochmal, ne? Klon. Easy, jetzt ist das hier, wird das mega, das wird Premium. Unter Umständen, wenn die das Ding hier bevölkern. Es ist Schmutz, es kann nicht Premium werden. So, Derschen. Geiles Kaff. Da sehe ich uns. So, weiter im Text. Willst du es jetzt Derschen Mutz nennen? Nein. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, durchdacht. Ja. Also nicht durchdacht, aber es hat ein paar Linien. Der Prödel wurde ja auch klar, sie war redesigned, glaube ich. Ja, haben wir gemacht. Die haben sogar auch so ein... Oh, die haben sogar schon Erweiterung gekriegt, weil da so viele Leute warten. Prödelbus 3. Ach, Tia, die haben auch diese... Sehr erfolgreiche Linie übrigens. Haben die Treppen? Die haben auch keine Treppen. Also alle haben gar keine Treppen. Du mit deinen Kacktreppen. Ich hab damit nicht angefangen. Das war... Es ist Kacke am Bahnhof. Ah, so für die Insider. Viel Spaß. Der nächste Stream wird kommen. das glaub ich Warte mal. Nicht. Ist das... Das ist Zadelsdorf unser und Zadelsdorf, Ernst. Ja. Das sieht gut aus. Aber Zadelsdorf ist nicht unser Ernst. Brambach. Und Brami auch noch nicht. Alter. Deswegen habe ich ja gesagt, wir haben irgendwo... Höhlenkorb ist aber auch mal überarbeitet, bitte. Ja. Gott, das ist ja schon wieder... Irgendwie ist ja belastend. Ja, okay. Noch mehr Trams und noch mehr Steuerwagen mit... Ja, don't care. So, geh mal weg. Danke. Ja, ja, das ist vielleicht erstmal Schritt 1, weil das ist ja absolut, das geht da gar nicht klar. Irgendwie war es absehbar, aber irgendwie habe ich da nichts dagegen getan. Ja, willkommen. In Josh reißt einfach sinnlos, wehrlose Dinge ab. Wehrlos? Ja. Zerstört alles. Ja. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Mit Mr. Toffee im Glas. Puh, Krümmung ist so groß, ey. So. Oh, da ist aber auch kritisches Ding. So. Linie verwalten. Lärchenweg weg. Lärchenweg. Wie Lärchenweg? Nee, nicht die Feldstraße. Oh. Wie Lärchenweg? What the fuck, hä? Das ist Ohlenkopf 2 noch, ne? Lärchenweg. Wo ist der Lärchenweg? Der ist weg. Dann würde ich gerne Ohrenkopf 2. Da. Easy. Jetzt, die spawnen die schon mal nicht, ne? Und das, der Rest können wir, wobei, wenn wir eigentlich schon hier sind, ne? Er ist ja schon hart belastend. Also, die Linien sind gar nicht mehr aktuell. Die müssten wir eigentlich viel ja, größer Ja, weil Ohrenkorb halt auch einfach irgendwie... Ja.
Eigentlich ist Ohrenkorb auch voll die Tramstadt geworden, aber ist halt nicht, ne? Ich würde mal kein Geld ausgeben, dass hier diese Straßen mal ein bisschen besser sind, weil die sind hier alle so langsam. Ich meine, die Mid-Street ist ja anscheinend gut ausgebaut. Und diese ganzen Gewerbegebietsstraßen. Was machen wir denn hier mal? Kriegt das vielleicht auch eine Ring-S-Bahn? Oh, ja. Das ist gar nicht mehr so unsmart. Lass das mal machen. Ja, Ohrenkorb 1. Okay, jetzt machen wir, ich mache hier mal. Ich würde gerne das hier verwalten. Und die kriegen für Passagiere so Lagerplätze. So. Jetzt stapeln die sie nicht mehr so schlimm. Sag nicht, machen wir mal gleichmäßig, ne? So. Ja, anscheinend ist das, glaube ich, das ist eine smarte Idee, das mit einer S-Bahn zu umrunden. Ja. Oder mit was anderem in der Art. Oder mit einer Tram oder so, aber halt sowas in der Art. Naja, Tramgleise, wenn du auch relativ außen bleibst, das dürfte gehen. Ja, aber er hat nicht eine... Ich glaube, so ein Bahnhof hat einfach einen besseren Impact. Genau, und zentral haben wir dann so Buslinien, die so durchmessern. Verschieden. Mhm. Ja. Gebäude. Und dann können wir hier nämlich unseren Bahnhof nämlich noch geil erweitern. Wie es einfach überall Kaching macht. Außen. Eigentlich hätte ich es gerne hier erweitert, aber da ist halt Shit. Kann sich Straße auch nicht, einfach wegbauen. Ja, und ich könnte das hier nochmal... Da musst du aber die Linien wieder löschen. Ja. Nee, der ist eh das Bahnhofsgebäude. Ich glaube, da kommst du nicht durch, ey. So. Ich kann ja auch mal drauf verzichten, hier so viele von diesen Dingern zu bauen, oder? Wollen wir die in beiden Richtungen... Ich muss meine S-Bahn in beiden Richtungen mal anlegen. Warum kannst du die S-Bahn nicht auf der Innenseite machen? Ja, weil der das Bahnhofsgebäude ist. Ja, und jetzt? Das geht nicht. Und du kannst da nicht... Und wenn du eine Tram machst um die Stadt rum? Ja, die Tram kannst du auf der Innenseite wunderbar bauen. Aber ich glaube, dass der Bahnhof einfach mehr... Dass es einfach mehr Anziehungskraft hat für Verstehst du, es hat mehr so Anziehungskraft. Ich verstehe gerade nicht, was das damit zu tun hat. Ja, Attraktivität, da fahren mehr Leute mit. Hä, aber wieso? Die Leute wollen ja trotzdem von A nach B schnell kommen. Nein. Und die kommen gerade mit den Bussen nicht von A nach B. Jetzt eine Straße, Mann. Ich krieg das Argument gerade nicht mit. Ja, was passiert, wenn du eine Straßenbahnlinie zu einer Buslinie degradierst? Du hast nicht die gleichen Fahrgastzahlen wie vorher, sondern die Leute denken sich ja so, nee, mach ich nicht mehr. Dinge haben eine Attraktivität, ob die hier in dem Spiel auch eine Attraktivität haben, weiß ich nicht. Aber sobald du eine Zuglinie durch meinetwegen Bus ersetzt oder so, hat er keinen Bock mehr, Leute mitzufahren. Weil das meinetwegen genauso schnell ist. Wenn du aber noch nie was hattest. Und dann kriegst du eine Tramlinie, die rundrum nur die Außenbereiche abklappert. Kann ich trotzdem was richtig Schönes bauen, gleich was Anständiges. Okay, nicht so Müll, dann mach. Das Schmutz. Nee, ich mach das jetzt schon, wie du gesagt hast. Nein! Na, du hast mich nur Ewigkeiten davon überzeugt. Nein. Brauche ich jetzt nicht mehr. Nein, hast du auch gar nicht. Ich wollte nur erklärt kriegen, warum du die S-Bahn sinnvoll findest. Habe ich mehrmals gesagt, weil ich das haben wollte mit Ding und so. Hier. Das hat sich gerade weird angehört. Jetzt muss ich ja den Scheiß hier wieder zu einem Ding upgraden. Jetzt zu so einem Scheiß mit... Tramgleisen, Kack. Na, musst du doch nicht, aber dann müssen wir Platz machen für die S-Bahn. Ja, aber hatte ich doch alles gemacht. Dann machen wir hier Gleise dran, zack, einmal drum und fertig. War doch ganz einfach okay, gemacht. Okay, dann machen wir das doch. Warum machst du da eine Straße? Ja, weil du deine Straßenbahn haben wolltest. Aber ich... Du kriegst es halt eine hässliche Straßenbahn. Kann man da überhaupt Haltestellen dran bauen? Ich wollte doch gar keine hässliche Straßenbahn. Doch. Ich okay, du wolltest gedacht, eine schöne dass Straßenbahn. Ich vielleicht einfacher wäre, da eine Straßenbahn hinzumachen. Bestimmt irgendwie. Wenn das nicht einfach ist, dann machen wir das nicht. Hallo? Ja, wird doch jetzt aber schon gemacht. Das Bauvorhaben ist wie Stuttgart 21. Hat man einmal gesagt, wir machen das und dann wird das halt gemacht. So. Ob man das für sinnvoll erachtet hat und nicht. Ja. Naja, auch hier Schmutz. Hört sich immer an, als würde jemand gerade irgendwie Porzellan entsorgen. Und das hört sich an wie der Hausflipper-Sound. Hast du dir schon mal angehört? Hm. Nee, du hast mich gerade. Nö. Doch.
Ja, Opfer müssen gebracht werden. So. Müssen die vielleicht noch abgeholt werden? Das ist ein Tramgleis, aber kein elektrisches Tramgleis. Josh, du bist, also... das ist doch scheiße hier. Man kann es mit... Okay, man kann mit Schiff kleinere Bereiche. Cool. Ja, klar, wir bauen hier eine Straßenbahn, die... Keine Ahnung. Diese hat. Ja, das muss dann halt, wenn die Haltestelle... Guck mal, ich reiß gleich den Bahnhof ab. Hast du Bock? Nein. Bitte nicht. So. Warum? Nee. Schmutz. So. Ja, die Linien sind gleich miteinander verbunden. Josh, in Klammer, ersetzt im Gehirn gerade Schmutz durch seine Freunde. Nö. Stimmt nicht, so. Kann ich jetzt nicht irgendwie upgraden zu einer mit, ja, elektrifiziert. So. Easy. Jetzt kriegt ihr da noch so einen anderen Ausgang und dann kriegen wir hier so eine Rundlinie und meinetwegen auch so ein Durchmesser-Shit noch irgendwie. Dann brauchen die immer noch so Umsteigezentren. Aber willst du City Skylines machen oder... Ja, die drehen... Wie ist das Linienkonzept? Was hast du dir gedacht? Ja, ich dachte wirklich wie so ein Ring, damit die Außenteile... Damit okay, zum dann ist es von wie ganz Wien und dann fährt wieder keiner damit, weil diese Ringlinien irgendwie, weiß ich nicht... Hat das irgendwie nicht funktioniert? Nein, es funktioniert nicht. Zeig Ringlinien, mal. Nein, da siehst du doch. Da. Ja, das aber das ist ja keine richtige Ringlinie. Die, ja, okay, die ist scheiße. Ja, dann müssen wir das aber noch eben in die Stadt rein verteilen. Ja. Wie denn? Mm. Schön. Und gut. Gute Frage. Du bist doch der Experte. Ja. Ja. Da können sich dann aber keine Leute hinbauen, wenn ich sowas baue. Das heißt, ich brauche dann wieder hier die... Wie weit will ich dann nach außen? Ja genau, man kann es nämlich nicht sagen, baue dich da mal nebendran oder so, sondern die wollen dann gleich wieder... So, dann wird das hier eine... Vierspurige Landstraße mit Busspur und Tramgleisen. Wer kennt sie nicht? So. Ja. Schick. Easy. Genau so weit will ich haben. So. Und dann geht er da nochmal durch. Dann brauche ich hier nochmal eine zweispurige Landstraße mit Tramgleisen und Busspur. Wer kennt sie nicht? Ja, ist so eine ganz normale, ich weiß gar nicht, was sie mit bei Tram mit Busspur ist. Die Straße ist daneben ist jetzt auch ein Highlight. Soll ich jetzt nicht denn da durch oder? Nee, müsste ich alles abreißen. Ich glaube, das ist wirklich nicht so smart. Das heißt, ich baue einfach mein eigenes dediziertes Tramnetz hier. So, die Folgenlänge geht wieder in den Arsch, weil ich mir sowas Großes vorgenommen habe. So. Ich finde das ja lustig, dass sich da keine Kreuzung bildet. Soll sich auch nicht, Leute, sondern nur da durchlaufen. Hier kann sich eine Kreuzung bilden. Ich denke halt immer, wenn es nicht damit verbunden ist so richtig, dann laufen die da nicht rum. Ja, aber da gibt es solche, so eine nein, da gibt es solche da. Ah. Das ist das Offizielle. Und dann müssen wir da unten halt da anders hier so konfigurieren. Straßenzugang. Ja, das ist in beide Richtungen. Ist mir Wumpe. Elektroschrumpfe. So. Ja. Ist doch schön. Ist wunderschön. Können wir auch mal eine leistungsfähige Straßenbahn einsetzen? Ja. Kann man tatsächlich. Das hätte ich ja gesagt. So ein Express quasi. Ja. Ja, und dann müssen wir uns noch ein sinnvolles Konzept für innen überlegen, weil das ist ja prinzipiell jetzt ja erstmal der Anfang. Ja. Ja, okay. Das legen wir jetzt auf Eis oder wie sich. Ich habe keine Lust mehr jetzt irgendwie, aber es ist, ja. Da muss auf jeden Fall noch irgendwas kommen, quasi für. Ich hätte die anderen Linien einfach ein bisschen größer gezogen, so wie sie jetzt sind, bloß ein bisschen größer. Als Bus? Ja, so wie die gerade sind. Aber irgendwas Metropolisches.
so einen Durchmesser oder sowas ja. hätte ich schon trotzdem Kannst als... Kannst du so einen Tannenbaum machen? Nee, so einen Durchmesser als Tram halt, meinte Ach ich. Ach so, ja, wenn du Bock hast, vier Häuser abzureißen. Wieso? Ich kann den ja dem Verkehr unterordnen. Also der kann ja dann trotzdem einfach... Ich kann das ja nicht... Ich Mach brauch das mal ja Fahrzeuge nicht, auf die neue Linie. Ich brauche das ja nicht... Ich habe noch gar keine Linie. Ich brauche das ja nicht so breit machen, dass wir dadurch was töten. So. Einfach nochmal eine neue Folge? Ich habe keine Lust mehr auf eine neue Folge. Ja, aber wenn du jetzt überziehst, machen wir ja trotzdem noch lang. Ja, ist doch egal. So. Genau, guck mal, da kann ich nämlich diese... Ich baue einfach nur noch ein Tramgleis dran. Und dann stehen die halt im Stau, aber hey, ist halt so. Ach, dann steigen die da oben um. Meinetwegen, ja. Ja, bisschen Verluste halt, ne? Dann kann man hier... Dann drehen die da oben. Da dann baue ich die. Hier so ein... Hey, da ist doch schon was. Ach so, dann hier über den... Ah. Also da ja, oben... Ja, ich hab's gesehen, So. So meintest du das, ne? Ja. Und dann müsst ihr hier natürlich dann halt hier halten oder so und dann kann der da... Ja, aber der hält ja zum Beispiel so. Die Ringlinie genau, auch. Dann kann ein Bus irgendwie verteilen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, eben, wir haben ja schon die zwei. Jetzt haben wir nämlich drei Straßenbahnlinien, dann bräuchten wir eigentlich noch so ein... Hat er drei Pinöbel? Ja, der hat drei Pinöbel. Dann haben wir nämlich drei Straßenbahnlinien, eine rechts rum, eine links rum, eine durch und ein Bus kann dann hier so irgendwas mehrmals dann verteilen. Ja, wir haben jetzt gerade aktuell zwei Buslinien. Ja, die bleiben jetzt erstmal stehen. Die bleiben erstmal so, wie sie sind. Da kümmern wir uns dann nächstes Mal drum. Jetzt gucken wir nur, dass wir schnell, bevor wir Zeit aufhören, hier da und so, ne? Zimmern. Ja. Der kann auch mal, der braucht auch nicht ganz so oft halten, hätte ich jetzt gesagt. Der ne? hält da noch nicht ganz so oft. Der ist halt ein Express. So, und der kriegt auch ordentlich leistungsfähige Straßenbahn hier. Ja, sowas müssen wir halt irgendwann mal noch versinnvollen, ne? So, hier ist dann dieses Umsteigeding. Genau. Brauchen wir da nicht eine echte Haltestelle, weil die dann... Wobei, so viele warten da nicht. Da kommt ja nicht ein Zug mal irgendwie an oder so. Ja. Ja, der hält nicht so oft, ich weiß. Aber da sind die Übergänge. Hier bauen wir auch noch einen Übergang hin. Hier ist ein Übergang. So. Und dann erst wieder... Ja. Dann erst wieder da. Ein Riesenproblem ist halt, dass wir, wobei wir haben hier auch Wohngebäude, ja. Wir haben jetzt halt sehr viel Industriegebäude immer mit angebunden. Die Wohngebäude halt relativ wenig. Müssen wir mal gucken, ob wir da nicht... Wir haben ja noch die Verteiler in der Mitte. Aber zum Beispiel, wenn jemand vom Bahnhof schnell nach da oben kommt, ja, will, ja, klar. Dann braucht er ja nicht ewig mit dem Bus da durch die... Also das würde er nicht. Ich muss noch so ein paar Straßen auf jeden Fall anbinden, ohne dass... Ja, aber nur so als... Wobei, da kann auch mal dann ein Bus langfahren, ja. Notfalls. Hier und da. Wobei dann eher als Laufweg, ne? Manchmal fuck ich mich wahrscheinlich später drüber ab, dass ich es nicht ganz angeboten habe, aber... Okay, so, Fahrzeuge. Tram-Haltestellen, sind die denn auch richtig gesetzt? Wir haben hier Haltestelle, wir haben da eine Doppelthaltestelle. Haben wir jetzt eine Doppelthaltestelle? Das ist Bus. Ja, ja, aber das ist aber gleichwertig, ja. Doppelthaltestelle. Doppelthaltestelle. Ja, ich hätte nur die drei Haltestellen. Ja, der ist auch ja gut, aber er verteilt halt, ne? So. Neue Linien. So. Einmal von. Ach, die halt, der Bus hält auch noch hier unten. Ja. Ja, das soll er jetzt halt einfach mal machen. Von hier nach da. Über da und da wieder über. Kann der nicht eigentlich noch. Nee, der soll. So, das ist Oldtram 1. Oldtram. Psst. So, aber erstmal die eine Richtung. So, da werden jetzt nicht so viele Leute mitfahren, aber das wird gut. So. Das Witzige ist, dass Oldtram 2. Dass die Oldtram 1 Linie gar nicht so lang geht, wo wir Schienen haben. Wie? Ja, diesen ganz langen runter, den machen wir doch gar nicht. Sag bitte nicht, dass wir jetzt eine Tramlinie so gerichtet haben, dass da keine... Die Linie hat sich so gezogen. Wo sind keine Tramgleise? Pass auf, da ist alles richtig. Zoom mal raus. Das ist nämlich ein Problem, dass wir dann keine Trams drauf machen können. So, ja, was ist? Nicht so. Von oben drauf, genau. Die Strecke
die da. Die hat er. Ja. Da kann der doch gar nicht lang. Der geht doch da oben. Er macht doch da oben die kleine Schleife. Das wird er sehen, dass er das dann richtig macht, hoffentlich. Gucken wir mal, je nachdem, was wir dem dann zuweisen, ne? Wir haben noch gar kein Tramdepot hier wahrscheinlich, ne? Das auch. Jetzt kann das erstmal weiterlaufen, so. Ja. Ohne, dass wir sterben, so. Gebäude. Depotoirs, so. Ach, der braucht eine echte... Das ist ein... Achso, wir sind bei Zügen. Depots. Tramdepot. So. Fahrzeuge kaufen. Welche, die viel Leistung haben, haben wir gesagt. Mhm. Da sind wir ja an der Beschleunigung, an den KW. Zugkraft 180, 60, 80, 80. Ja, DC, ja. Aber wir brauchen noch schnelle, ne? Eine Mischung aus schnell und... Da sehe ich das hier bei den... Da sehe ich das. So, 1, 2, 3, 4... Ne, immer 4 für die Ringlinie, hätte ich gesagt. 1, 2, 3, 4. Für die... Dann machen wir das mal auf den so. Wer hätte es noch keine? Ultram 3. Ultram 2. Deswegen frage ich. Ultram 2 braucht noch 4. Welche? 2. Und 1 ist ja hoffentlich nicht kaputt. Nee. Da dass wir das Straßenbahn haben, weiß er Bescheid. So. Ein Wiesenweg ist dann der Umstieg. Ja, okay, das könnte langsam. Das in der Mitte ist noch mega unfancy, aber das könnte mittelfristig dazu führen, dass hier das besser klappt. So. Ja, hier warten keine Menschen, aber. Ist erledigt? Easy, Feierabend. So, das ist ja. Ist das ein Abfuck hier? Irgendwo so eine schöne Bahn. Wir können nicht zweimal Straßenbahn aufs Tumpi nehmen. Ach doch. Wir können doch nicht. Oh doch. Was ich nicht alles kann. Boah, mit Wieners. Yeah. So, easy. Macht's gut. Ich. Boah, schlafen. Macht's gut. Anstrengender Tag. Wir haben wieder besser gelaunt, weil ich wieder Lust habe irgendwie. Es war wieder knapp, dass wir Folgen brauchten und ein bisschen Optimierung und reinkommen. Und ach, jetzt haben wir nicht so viel im Voraus, jetzt haben wir wieder Folgen. Ich brauche das nicht zu erklären. Ihr kennt ja meine Laune. Es ist ja. Ja, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Tschüss. Tschüss.